In diesem Video möchte ich Ihnen zwei Methoden der Molekülmassenbestimmung zeigen, und zwar am Beispiel von Methan. Es handelt sich hier um Methan 4.5. Das ist in dieser Gasdruckdose. Dieses Gas ist sehr, sehr rein, wie Sie daran sehen. 4.5 bedeutet 99,995%. Also eine Reinheit, die wir in der Regel im Unterricht nicht benötigen. Aber in diesen Dosen ist es einfach so. Die haben natürlich auch ihren Preis. So etwa 70 Euro sind sie los, wenn Sie eine dieser Dosen kaufen. Und den Etat hat nun nicht jede Stunde. Ich stelle zunächst mal diese Dose auf die Waage, und da es sich hier um geringe Massenänderungen handelt, ist es sicher günstig, wenn man einen Windschutz benutzt. Den habe ich selbst gebaut. So, Sie sehen, die gesamte Masse beträgt ungefähr 256,694 Gramm, das kann man sich nicht merken, aber die Waage ist sehr schlau, die kann sich das merken und die soll das für uns machen. Jetzt habe ich sie auf Null gestellt und nun mache ich im ersten Schritt die direkte Bestimmung. Das heißt, ich entnehme einfach dieser Dose eine bestimmte Portion und wiege die Dose nochmal. Und schon bin ich fertig. Die Portion, die ich entnehme, bringe ich in diese Spritze, eine 120 Milliliter Spritze. Und jetzt wird die Dose, sobald der Hahn, der klemmt ja, aufgeht, mit 120 Milliliter dieses Gases gefüllt. Und schon sind wir fertig. Also, es scheint sehr einfach und gut zu gehen. Ich wiege die Dose mit dem Gas, mit dem restlichen Gas noch einmal. Und wir haben hier jetzt 85 Milligramm verbraucht, 120 Milliliter oder 84 Milligramm nehmen ein Volumen von 120 Milliliter ein. Und damit können wir sagen, sehr einfach, die Molekülmasse dieses Gases ist nach unserer Messung 16,8 Gramm pro Mol. Warum das? Wir haben hier 120 Milliliter in der Spritze. Würden wir verdoppeln, haben wir 240 Milliliter. Und 24 Milliliter ist ja das Volumen von einem Mol eines beliebigen Gases. Also der Wert, den wir hier haben, liegt ein bisschen höher. Es kann sein, dass hier ich etwas mehr eingefüllt habe, aber ich denke mal, man kann ganz gut damit leben. Die zweite Methode, die Molekülmasse zu bestimmen, besteht darin, dass man in die Spritze vorab das Gas einfüllt, und zwar 120 Milliliter, das mache ich jetzt mal eben. Da ist es einfacher, da kann ich im Grunde ein bisschen mehr reinfüllen. So, baue das hier ab. Und stelle das jetzt auf 120 Milliliter ein. So, jetzt habe ich in dieser Spritze 120 Milliliter von Methangas eingefüllt, und ich will die Masse jetzt auf folgendem Wege bestimmen. Ich habe hier eine
Vakuumspritze nenne ich das. Das heißt, wieder eine 120-Milliliter-Spritze, auf die ich ein Vakuum aufgezogen habe. Das habe ich schon vorab gemacht. Hier ist eine kleine Halterung, sodass ich diese Spritze auch auf der Waage benutzen kann. Auch hier ist es sinnvoll, mit einem Windschutz zu arbeiten. So, die Masse stimmt natürlich jetzt gar nicht, aber ich kann ja einfach die Masse speichern. So müsste es gehen. Jetzt haben wir die Masse dieser Vakuumspritze gespeichert. Und was ich jetzt mache, ist ganz einfach. Ich nehme diese Spritze und überführe die 120 Milliliter, Entschuldigung, in diese Spritze, indem ich einfach den Hahn hier öffne. So, jetzt haben wir 120 Milliliter in diese Spritze eingefüllt, deren Masse wir vorher kannten. Wir ändern nichts am Volumen der Spritze und wollen mal sehen, was da jetzt herauskommt. Die Waage zeigt uns einen super Wert an. 81 Milligramm, das bedeutet 16,2 Gramm pro Mol. 16,2 U. Der Wert ist sogar etwas besser als bei der direkten Bestimmung. Das kann manchmal auch andersherum sein, aber ein so guter Wert ist,